Mit dem Derby gegen die Rhein-Neckar-Löwen endete für die Handballer von Frisch auf Göppingen am Sonntag die rund sechswöchige Winterpause in der Bundesliga. Nach einer Niederlage unter der Woche im EHF-Pokal im dänischen Holstebro sollte gegen das Team aus Mannheim der erste Erfolg im neuen Jahr her. Dass das gegen den aktuellen Tabellenführer alles andere als einfach wird, war Spielern, Fans und Verantwortlichen aber schon im Vorfeld klar. Und somit taten sich die Grün-Weißen schon relativ früh schwer. Nach kleineren Startschwierigkeiten drehten die Gäste in den gelb-schwarzen Trikots ab der 10. Minute auf und dominierten in der Folge die Partie. Göppingen konnte meist nur noch hinterherrennen. Besonders auffällig waren dabei die vielen einfachen Fehler, die Göppingen häufig in Bedrängnis brachten. Die haben einen Freiwurf bekommen und macht das richtig gut. Und da finde ich, hat viel gefehlt von unserer Seite. Wir haben unglaublich viele dumme Fehler gemacht. 11 technische Fehler eingesamt ist vielleicht 5, 6, 7 zu viel. Und das kann man auch sehen. Die bessere Mannschaft wie Rhein-Neckar-Löwen bestraft uns ganze Zeit, wenn wir einen dummen Fehler macht in Angriff. Am Ende kassierten die Grün-Weißen eine verdiente 19:26 Niederlage. Somit verlieren die Göppinger nach der Partie im EHF-Pokal auch ihr zweites Spiel nach der EM-Pause. In beiden Partien war deutlich zu sehen, dass die Abwehrleistung nicht an die aus der Hinrunde anknüpfen kann. Ich bin richtig enttäuscht über unsere Leistung heute. Wir haben vom Anfang an etwas Probleme gehabt, finde ich, aber trotzdem haben wir nur 4 Tore hinten in Halbzeit und ich war etwas optimistisch. Ich denke, wir haben nach 40 Minuten unsere erste Parade bekommen. Erste Halbzeit 0 und ich sage nicht, dass unsere Torhüter so schlecht war, aber die haben auch nicht so viel Hilfe bekommen. Hilfe vor allem im Angriffsspiel hatten sich viele Fans während der Partie von Sommerneuzugang Lars Kaufmann erhofft. Er musste allerdings zum Unverständnis vieler Zuschauer die kompletten 60 Minuten über auf der Bank sitzen. Auch nach Kaufmann-Sprechchören aus dem Fanblock änderte Trainer Magnus Andersen seine Einstellung nicht. Na, ich finde im Moment, dass es gibt andere Spieler, die spielt besser in dieser Position und darum hat Lars nicht heute gespielt und ich finde, das war nicht in dieser Position, das ist meine Meinung, vielleicht hat andere andere Meinung und so. Aber ich finde im Moment, das gibt es andere Spiele, die haben viel besser gespielt. Und ich sehe auch vom letzten EHF Cup und im Training, so finde ich, hat Sarko Cheschen und dann von denen funktioniert viel besser als Lars Kaufmann. Somit steht Göppingen im neuen Jahr nach 2 Pflichtspielen mit 2 Niederlagen da. Zwar ist das noch kein kompletter Fehlstart, aber sicherlich auch nicht der erhoffte Auftakt. Das ist schon extrem hart, jetzt so in die Rückrunde zu starten, aber wir haben jetzt lauter englische Wochen, haben daher viel Spiele und können auch wieder viel gut machen. Deswegen, morgen geht es schon wieder los auf die Vorbereitung gegen Wetzlar und dann wollen wir die ersten 2 Punkte holen. Dazu muss sich das Team jedoch spielerisch einiges Neues einfallen lassen. Denn mit der bisherigen gezeigten Leistung wird es wohl auch gegen die HSG Wetzlar mehr als schwierig. Viel Zeit zur Vorbereitung bleibt jedoch nicht, da die Partie bereits am kommenden Mittwoch angepfiffen wird. Am darauffolgenden Sonntag empfangen die Grün-Weißen dann in der heimischen EWS Arena im Rahmen der EHF-Pokalgruppenphase den niederländischen Vertreter Limburg Lions. Anwurf ist um 17:30 Uhr.